Liebe Gäste, ein herzliches Grüß Gott aus der Faus Vislaris. Ich befinde mich heute hier im Pfarrmuseum in Faus und bei mir ist Frau Dr. Silvia Mader. Frau Dr. Mader, was erwartet unsere Gäste heuer beim Besuch im Pfarrmuseum? Heuer haben die Gäste die Gelegenheit, mittelalterliche Ernährungsgewohnheiten und Tischsitten kennenzulernen. Wir haben ein Kooperationsprojekt mit dem Museum Stadtarchäologie Hall in Tirol. Das hier ist eine Kanne aus dem Mittelalter, die eben aus diesem Museum kommt und außerdem mit dem Hotel Montana gegenüber, wo dann ein mittelalterliches Gericht verkostet wird. Wenn unsere Gäste hier diese Museumsführung miterleben möchten, wann haben Sie denn Gelegenheit dazu? Sie haben Gelegenheit, zu den regulären Öffnungszeiten jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr das Museum anzuschauen oder am Mittwoch von 20 bis 22 Uhr an der interaktiven Veranstaltung unter dem Titel Schon wieder Gerstebrei teilzunehmen. Vielen Dank, Frau Dr. Mader. Neben den Museumsführungen hier in Faus gibt es viele weitere Veranstaltungen in Faus Vislaris. So findet zum Beispiel am Dienstag auf der Möseralm in Fis die Erlebnisnacht statt. Das Highlight dieses Abends ist die Show um 21.30 Uhr Natur in Bewegung. Es werden verschiedene Künstler, Tänzer, die Musikkapelle und die Trachtengruppe FIS mitwirken. Wer alles über die Burg in Laris erfahren möchte, hat am Mittwochvormittag Gelegenheit dazu. Ab 9 Uhr können Sie an den Führungen auf der Burg Laudeck teilnehmen. Ein weiterer Höhepunkt in dieser Woche ist die lange Nacht am Donnerstag ab 19 Uhr im Dorfzentrum von Faus. Sämtliche Geschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet. Und natürlich werden Sie auch musikalisch bestens unterhalten. Für alle jungen Gäste haben wir diese Woche ein ganz besonderes Highlight. Denn am Dienstag finden im Erlebnispark Höck und am Mittwoch auf der Möseralm in Fis die Kinderkonzerte mit Volker Rosin statt. Alle weiteren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite oder in unserem Wochenprogramm. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Urlaub und viel Spaß bei den Veranstaltungen in Faus Vislaris.